Hey ho, ja, hallo hier aus Live. Was war denn das für eine andere? Ja, also nochmal, hey ho, let's go, hier live aus Tadeberg. Und wir sind nicht alleine, sondern der Soerion ist mit da. Wo schwirrt er denn rum? Da hinten. Hallo, Soerion. Guten Tag, liebe Leute. Jutta, ach. Ja, wir haben uns jetzt erstmal kurz einen Plan gemacht und haben gesagt, am Hafen wird jetzt erstmal nicht weitergebaut. Weil Tanneberg braucht ja eine Essensversorgung. Und da bin ich jetzt gerade dabei, mal das Grundgerüst bisschen herzurichten. Und ja, dann gucken wir mal, wie wir das am besten machen hätten. Ich habe jetzt vor, hier so ein großes Gebäude im Stil von den da, von den Häusern zu bauen. Und ich denke mal, das kriegen wir irgendwie hin. Und ja, jetzt muss ich mir bloß halt erstmal überlegen, wenn ich das jetzt, das wären die inneren Mauern, dass die inneren Mauern wären, müsste ich die Blöcke. So, dann machen wir mal kurz. Ich brauche, das sind vier Ecken. Klingt das so? Ja, das sind. Sechs solche Dinger war es. Das ist doch rotz. Ich brauche auch bloß vier. Ja, gut. Vier Dinge, aber zum Schlafen ist es auch gleich wieder. Ja. Zum Schlafen. Das kriegt man alles hin. Wo ist jetzt meine Axt? Hier ist meine Axt. Ja, ich war schon fleißig. Wir haben hab eine komplett neue Rüstung. Liegt schon eine komplett neue Rüstung und ja, Russo Erwin hat auch schon eine komplett neue Rüstung. Ja, die Gastrüstung. Danke nochmal. Ach, bitte, bitte. Und ja, ne, keine Erde, ich brauche die stehen. Ja, dann haben wir uns halt im End dann, wo die Aufnahme dann abgebrochen ist. Haben wir da, also die der Stream, haben wir dann noch mal weiter gesucht und haben sind dann auch noch mal wirklich richtig fündig geworden. Ich bin dann noch einmal gestorben. Und ja, aber wir haben jetzt, also ich habe jetzt fünf Schargekisten wieder, es kommen noch mal drei dazu. Delfino hat seine fünf Schargekisten wieder. Der Gast hat mittlerweile auch schon eine Schargekiste, ne? Eine habe ich zusammengebaut, ja. Genau, so und jetzt müssen wir erstmal gucken, nee, das war das jetzt richtig, wie ich das gemacht habe mit dem Kranz, ja, ne? Es sieht schon nicht so schlecht aus. Ja, das war fast richtig. Die müssen innen drin, ach Mann, alles wieder weg. Die müssen innen rein. Die dürfen nicht außen sein, sondern innen. Und die Dorfbewohner sind schon neugierig hier, was hier gebaut wird. Ja. Selbst der Eiserne bewacht die Baustelle. Naja, das ist dann hier so ein vom Elysion so eine Bauaufsichtsbehörde ist das. Die gucken, ob das alles ordentlich gemacht ist und dass da hier Arbeitsschutz vorgeht und ach ja. Ich hoffe, wir halten das richtig ein. Mein Arbeitsschutz eigentlich nicht, weil ich jedes Mal wieder runterhuppe. Ja, aber der Gastschutz ist vorrangig. Der ist ja gegeben, der Gastschutz. So, dann hier hoch. Dann müssten wir jetzt hier mit den Blöcken anfangen. Aber Okay, eigentlich eines nicht. innen, oder? Aber eigentlich nicht da. Sondern da. Genau, so wird's und so wird's auch gebaut. Hallo. Geh mal aus dem Weg. Aufsichtsbehörde, wenn ihr mir im Weg steht, dann schicke ich euch nach Hause. Also,
Ehrlich. Hier kommt immer mehr Dorfbewohner runter. Mensch, seid ihr blöd. So, jetzt Irgendwo machen sind wir. ein bisschen verwirrt. Vor allem lassen sie sich gerne einsperren. So, jetzt machen wir einen Block so und jetzt kommt die Blöcke immer hier dran. Genau so sieht das nämlich aus. Und dann müssen wir hier uns noch die Mittel einfallen lassen. Ich muss noch was essen. Wenn du was zu essen brauchst, schau einstecken. Ihr habt noch die Erdabfall, so wie wir in Österreich sagen. So. Und dann bauen wir das nämlich jetzt genau so wie die Häuseln da. Jetzt war schon. Und dann kriegt man das auch ordentlich hin. Dann haben wir hier nämlich auch die, oh Mann, die Essensversorgung dann, weil hier unten drunter, also in den Keller, hier kommt dann so eine Art Verkaufsraum mit hin. Überall dann hier die ganzen Betten. Es wird ein schönes großes Haus für Dorfbewohner. Und ja, halt unten drunter dann die Bäckerei. Mit dem Weizen, dann Kürbisse und. Also es wird alles hier unten reingepflanzt. So, und jetzt müssten wir mal zählen, wie viele Blöcke wir hier drin haben. Ich brauche erstmal noch die Erde. So, zweimal müsste reichen. Und jetzt zählen wir mal, was wir hier drin haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39. 39 Platz. So. Okay, dann machen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann den Platz lassen. 1. Ne, das machen wir dann mal beim Runden. Wisst ihr was? Ihr seid, manchmal seid ihr die blödsten Dorfbewohner, die hier in Thaneberg gibt. Geht raus jetzt. Raus. Ey, jetzt geht der Essen-Golem hier rein, bitte geh hier. Und ihr geht raus. Och, lauf doch nicht wieder zurück. Lauf raus hier. Die macht Platz hier, damit keiner Raus durchrauskommt. hier. Mensch, ihr geht mir langsam auf den Sack. Raus, habe ich gesagt. Hier ist ein Ausgang. Da könnt ihr in die Baustelle rein. Komm, lauf. La Der, ja klar, typischer Nichtsnutz, der will wieder irgendwo rumstehen. Laufen. Komm, komm und weg mit dir, bleib draußen. Los jetzt. Oh, der eine ist draußen. Ja, der andere, der hängt an dir. Oh, sorry. Ab, raus. Und schnell zu. So. Mann, Mann. Diese Dorfbewohner sind manchmal wirklich fürchterlich. Du hast jetzt So. gesagt, Eins, fünf. zwei, drei, vier, fünf. Treppe. So, dann den Platz lassen. Eins. 2, 3, 4, 5. Treppe. So, warte, ich gucke erstmal, ob das klappt, ne? Hast du hier schon? Ich habe nur Ne. die Ecke gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. Hoch. So, dann wieder Platz lassen. 1, 2, 3, 4, 5. Hier machen wir jetzt auch Platz lassen. 1, 2, 3, 4, 5. Bräuchtest Treppe. dann eine komische Mitte dann mit Treppe. drei. Wir haben dann eine 3er Mitte. Genauso ist es eigentlich ganz gut. Okay.
Okay, ich habe den Chat nicht aus. Dann machen wir ihn jetzt aus. Genau, so kriegen wir das hin. Und da bauen wir nämlich jetzt hier mal so ein schönes Gebäudchen hin. So, da zählen wir hier auch mal, ob wir das so hinkriegen. 1, 2, 3, 4, 5. Halt, kann ich gleich die Treppe setzen. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Treppe. Dann bis vorhin. 1, 2, 3, 4, 5. Treppe. 1, 2, 3, 4, 5. Waren das jetzt 5 oder? Nee, das waren mehr. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist irgendwo so ein Enderman. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also dort, wo ich gebaut habe, brauchst du eigentlich nur noch die Treppen hinhauen. Ah, das geht sogar, das geht sich sogar auf. Also ist es auch symmetrisch. Symmetrisch ist es. So. 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 Bitte sehr, du kannst die Danke Treppen sehr. reinsetzen. Halt, die Woche schon. So, dann. Ja, es gibt jetzt erstmal eine Veränderung, und zwar, ich werde jetzt also für eine Woche jeden Sonntag aufnehmen, also weil Sonntag habe ich dann wirklich Zeit für die Folgen. Und da werde ich jetzt für die komplette Woche aufnehmen. Und nächste Woche Sonntag dann wieder komplett aufnehmen. Ich werde natürlich auf eure Kommentare natürlich drauf eingehen. Aber halt dann nicht wundern, wenn ich zwar eure Kommentare beantworte und dann in der Woche halt dann nichts anderes mehr baue. Jetzt bin ich immer komplett sinnlos rumgelaufen. In der Woche aber dann halt noch ein bisschen anders baue. Wie gesagt, ich nehme halt für die komplette Woche auf, weil ich schaff's einfach. Arbeitsmäßig schaffe ich es wirklich nicht, jeden Tag eine Folge aufzunehmen. Das, was ich mir vorgenommen habe, das hatte ich. Das schaffe ich einfach nicht. Ich glaube, es ist für dich ist es am besten, wenn du das so machst, dass du auch keinen Stress damit bekommst. Genau. Genau deswegen ist auch der Grund, warum ich sage, ja, ich tue lieber sonntags aufnehmen, als wenn ich jeden Tag den Stress hab oder sage ich jetzt, oh Mist, jetzt musst du noch eine Folge aufnehmen und hast aber eigentlich nach der Arbeit noch keine Lust mehr irgendwie was aufzunehmen. Und ja, aber ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht, jeden Sonntag Folgen aufzunehmen und euch dann halt meine Gebäude und mein Bauen mit euch zu teilen. Ja. Aber ich werde eventuell auch versuchen, die Vorschläge von euch natürlich dann nochmal umzusetzen.
soweit wie es geht. Wisst ihr, ich zäune hier gleich dieses Bauhaus auf. Das ist doch nervig, dass ihr hier reinhuppt. Da steht schon wieder einer drinnen. Mm. Ach, ich schieb den mal da raus. Herr Bauer, bitte gehen Sie da raus, weil Sie sind gerade im Weg. Wir wollen ja hier was bauen. So, außen ist er. So, wenn du dann fertig bist mit dem Dorfwohner reinschiebsen, kannst du mal diese Birkenholzstämmchen zu Birkenholzholz verwenden. Ja, ich mach mal ein paar. Weil wir brauchen nämlich jetzt die Birkenholz. Birkenholz. Und dann wird nämlich das Haus auch nicht ganz so hoch, weil wir das ja schon nach unten gezogen haben. So, dann können wir jetzt schon mal das Bettchen wieder rausziehen hier. So, dir bitte sehr. Ja, warte, ich muss mir ein bisschen Glas holen. Ne, ich habe Ja. jetzt gerade keinen Platz, warte. Muss erst mal ein bisschen. Da war ja was mit Schlafen und so. Ich liege. Ja, ich lag gerade noch aus. Hoppa. So, und jetzt machen wir eins, genau. Na ja, komm, wer schläft denn hier wieder nicht? So. Okay, dann guckst du jetzt mal zu mir. Wir tun jetzt erstmal jedes Abteil so bauen, dass wir hier den Dreierplatz in der Mitte haben. Okay. Jedes Abteil. Gut, dann gehen wir mal eins weiter. Bin schon gespannt, wie das dann aussieht, wenn wir fertig sind. Nicht bloß du, ich auch. Ah. Ich hab einen konkreten Plan im Kopf und den muss ich halt jetzt bloß so umsetzen. Ja, ich bin nicht so der Architekt, ich bin immer der, der was gerne farmen geht. Und dann bin ich aber gespannt, wie andere was bauen und versuche es dann natürlich auch selber manchmal nachzubauen, aber funktioniert dann nicht so. Ich bin eher der, der was immer Baumhäuser baut und in der Luft dann runterfällt. Ne? Aber darum steht ja auch immer auf meinen Grabsteinen, wo auch immer ich bin oder wo auch immer ich spiele, da fiel aus großer Höhe. Das ist mein Leitsatz scheinbar. Ja, na, das haben wir ja im End und im Neder gesehen, Naja, man muss ja auch sagen, ich bin es nicht gewöhnt, dass ich auf Tastatur spiele. ne? Ja, stimmt Normal natürlich. bin ich ja Controller-Spieler und spiele auf der Xbox. Und da ist es ein bisschen anders mit dem Ducken, aber so wie du selber gesagt hast, fest die Taste durchdrücken, bis die Taste unten rauskommt. Richtig, genau. So, jetzt müssen wir uns mal einen konkreten Plan machen, weil wir haben, hier wäre die Tür dann drin. Okay. In jedem wäre hier dann die Tür drin, aber habe ich jetzt die Steine, können wir eigentlich dann gleich so, ja, das passt. Die können wir dann gleich so erweitern. Da können wir hier die Türe reinmachen, hier dahinter natürlich. So, und jetzt müssten wir uns mal, das wäre ein Dreierfenster, das würde eigentlich auch nicht schlecht aussehen. Also ich fange mal an mit dem Ziegel rundherum. Ja, warte mal, da kann ich dir noch mal welche geben. Ich habe hier noch 16 Stück.
Danke sehr. So, und ich fange mal an, hier die Fenster zu portieren. In der Ecke wäre es Mist. Also machen wir die Ecken, machen wir erstmal zu. So, dann könnte man hier ein Dreierfenster reinmachen. An der Türe könnte man ein Einerfenster machen. Ja, das passt. So, dann die Ecken sind zu, das ist ja gleich. Dann kommt hier das Dreierfenster und die Ecke ist zu. Genau, die Ecke ist zu. Bäh. Ecke ist zu. Das Dreierfenster und das Einerfenster. Das könnte man eigentlich gleich so immer übernehmen. Dreierfenster, Ecke zu. Also die Ecke machst du dann zu jeweils. Ja. So, dann kommt das Dreierfenster, dann kommt das Einerfenster, dann kommt die Tür. Einerfenster, Dreierfenster, Ecke zu. Genau. So, die Ecke können wir ja dann nochmal mit was anderem verkleiden. Dreierfenster, Einerfenster. So, Tür, Einerfenster. Genau, und jetzt müssten wir, wie hoch haben wir das gebaut? Eins, zwei, drei, vier. Okay, also zwei nach oben. Dann also so, so und hier zu. Genau. So, dann bauen wir uns jetzt mal hier hoch. Mist. Spezielles Glas, was du dann ins Fenster nimmst. Ja, das will ich schon nicht. Mal gucken. So, das wäre die Ecke. Da könnte man rein theoretisch in die Ecken mal noch, wenn man das so machen, dass wir noch ein leichtes Muster mit reinkriegen. Wenn wir hier dann die Balken nochmal durchziehen. Man könnte natürlich auch so und die Balken hier wieder so hochziehen. Das wäre auch noch eine Idee. Und in die Ecken. Dann machen wir die Ecken noch mal weg. So, hier ziehen wir 1, 2, 3. Dann machen wir das so. Das sieht vielleicht auch nicht schlecht aus. Ich komm mal rüber zu dir. Mal gucken. So. Dann könnte man. Ja gut, dann müsste man aber hier. Hier auch wieder so durchziehen. So, dass das so abgekapselt wird. Sieht gut aus, ja. Sieht gut aus, ne? Dann müsste man aber hier. Die Säulen wieder hochziehen. Dass es gleich aussieht und hier könnten wir uns dann noch mal ein anderes Muster einfallen lassen. Gucken mal, wie das vielleicht aussieht. Ey. Ich nehme mal Also, was. dass die Ecke etwas abgegrenzt ist, oder? Naja, warte, ich muss, will jetzt erstmal kurz ein bisschen dran feilen, damit das so bauen. Dann eventuell so wieder nach oben. Dann könnte man hier oben wieder zuziehen und wir hätten eine schöne Ecke, was halt auch aussieht wie bei Fenster. Und Wie bei könnte man? den. Bei den Dreierfenstern könnte man das auch so machen, dass Ich das. würde die großen Fenster da, also nach der Ecke, so groß lassen. Es soll ja ein bisschen Helligkeit Ja, reinfallen, ne? oder? Ja. Also
Dann lassen wir die Fenster so und machen lieber die ein. Du gehst hier nicht rein, du musst wohl huppen oder was? Du bist schon draußen, brauchst du nicht reingehen. Guck mich nicht so blöd an. Weißt du, der will immer deine Bösigkeit wieder herausfordern. Naja, ich weiß. So, dann. Okay, da das sieht doch eigentlich schon gar nicht mal so schlecht aus. So. So. So, dann hätten wir mal hier wieder so eine Art Ecke und das kleine Fenster. Ne, das sieht nicht aus. Dann ziehen wir lieber das so zu. Ja, oder wir machen dann. Aber na, das passt eigentlich. Ja, das passt. Man könnte jetzt auch sagen, okay, wir machen jetzt hier die Fensterchen auch so zu und lassen nur die Dreierfenster drin. Das wäre auch eine Möglichkeit, ne? Ja, wäre eine Möglichkeit. Okay, dann machen wir das jetzt auch so. Dann machen wir hier, hier. Jetzt sind die leer. Dann machen wir die jetzt noch mal. Dann machen wir jetzt mal. Machen wir uns jetzt mal ein paar Treppen. Nicht bloß C, nicht bloß so, sondern machen wir uns gleich mal ein paar. Ups. Das. Okay, dann kommt hier die Tür, dann geht's da wieder weiter. Passt. So, dann so, nee, nicht so, nicht dort oben. So, dann so, so. Was machst du? Du alle Treppe, setz dich schon mal so hin, wie ich sage. So, dann könnte man hier wieder zuziehen. Dann haben wir hier das offene Fenster. Dann Ups. machen wir das Fenster wieder zu. Dann kommt die Türe, dann machen wir das Fenster wieder zu. So, dann kommt hier das Off, nee, jetzt habe ich ja, Jetzt kommt das offene, dann ja. kommt das offene Fenster. Dann kommt der Balken. So, dann kommt hier, hier das zu Fenster. Genau. Genau, das machen wir jetzt hier drüben auch. Da kommt hier die Ecke hoch. So. Du kannst eigentlich gleich oben bleiben, Arian. Ja, passt. So. Dann kommt hier wieder raus. Hier wieder raus. Jetzt warst du unten. So, so. So. So, dann kommt das offene Fenster. Dann kommt wieder das zu. Jetzt müsste die Tür wieder kommen, oder? Dann kommt die Tür, genau. So, hier kommt der Balken wieder hoch. Hier hast du den Block vergessen. So, dann kommt hier wieder das Zuhefenster. Dann kommt wieder das große Fenster. So. Dann kommt hier so auf, genau, dann haben wir nämlich auch eine ordentliche Struktur im Haus. Ich glaube, die Ecke hast du jetzt versetzt, oder? Da gehört normalerweise nur der Pflock hin. Ja, hier, da ist das zu weit raus. So und so und hier geht's zu. Genau. Genau, so gehört's. So, dann kommt hier der Posten hin. Dann kommt hier wieder das Zufenster.
So, so, so. Hier kommt der Block hin. Dann kommt hier das offene Fenster. Nee, ja. Dann kommt wieder das zu. Genau. Dann kommt die Tür. Auf einmal kommt er hoch. Dann kommt wieder das zu Fenster. Halt. So. So, so. Dann der Flock. Der Meister Pflock. Guten Tag. So, dann kommt das offene Fenster. Hier der Pflock hin. Hier. Und hier. Und hier der Pflock. Der Pfahl. Genau, so, wir haben jetzt schon 31 Minuten. Wir machen das jetzt noch schnell fertig. Dass wir das Grundgerüst stehen haben. So, wir müssen jetzt sowieso gleich wieder schlafen. Pennen würde ich jetzt schon sagen. So, aber ich habe mein Bett gar nicht mit. Oh, weil. Das steht dort vorne. So, dann renne ich jetzt mal schnell zum Ich Bett. liege. Ja, ich renne schon, ich renne schon, ich renne schon, ich Oh, renne. kein Problem. Wie gesagt, ich Liege. liege bald. So. Guten Morgen. Guten Morgen. So, dann haben wir jetzt nur noch die Ecke. Hier kommt der Posten hin. Posten. Dann kommt das offene Fenster. Dann kommt der Pflock. Dann hier das Zuhefenster, genau, und dort die Türe. Perfekt. So, genau. Und dann haben wir hier die Türen drin. Dann haben wir es ja einmal ringsrum. Nein, mach da noch Fehler draus, heraus, so. Hier kommt noch ein Pflock hin. Genau. Und auf der anderen Seite dann auch Und noch. hier kommt auch der Posten hin. So, haben wir jetzt überall. Hier kommt der Posten noch hin. Sieht gar nicht so schlecht aus. So. Also mir gefällt es auch. Man könnte jetzt natürlich nochmal sagen, ja, komm so raus, genau. Man könnte jetzt nur zum Beispiel sagen, okay, wir tun kein Eichenholz da rein, sondern irgendwas Etwas anderes. Dunkleres wird besser passen, dadurch, dass man ja die Ecken auch schon. Wir können ja mal kurz nochmal ausprobieren. Ich habe ja hier nochmal Tropenholz eingepackt. Dass man eventuell mal noch ein paar Tropen machen. Mal gucken, wie es dann aussieht. Ich meine, ich wollte es eigentlich nicht so bunt machen, weil ja die Häuser auch einheitlich mit Eiche und Dings sind. Aber wir können ja mal noch ein bisschen variieren. So, so. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus, ne? Dadurch, dass es So. ein bisschen dunkler und kontrastgebender ist. Ja. Dann machen wir das doch noch schnell. Dann tun wir uns jetzt mal ein paar davon machen. Warte mal, da tue ich jetzt erstmal die Eichen Hölzer hier wieder rein. Und machen uns jetzt aus der Tropenholz noch ein paar Treppen. Machen wir uns noch mal ein Stack. So. Und dann machen wir das doch. So. So. Ja, Herr Dorfbewohner, guten Tag.
Ah, ein Maurer, der will uns, glaube ich, helfen beim Bauen. Aber eigentlich bräuchte man einen Tischler oder so. Ja, na gut. Aber der hat auch eine Ahnung, wie das funktionieren soll. Der Tischler ist gerade noch beim Hafen. Ja. Oh, also du kannst das auch rausreißen, dann baue ich hier bloß die Kästen immer rein. Er hat eine Eisenaxt. Ja. Also Er ihr will das. seht, es ist noch nicht alles so weit mit, dass der Gast auch Diamantensachen hat. Zurzeit sind nämlich auch die Diamanten ein bisschen mager in Thaneberg. Dafür haben wir viel Gold und viel Eisen. Ich habe sogar versucht zu suchen in deiner Mine, aber ich habe viel Lava, aber keine Diamanten gefunden. Ja, ne. Was nicht ist, das kann noch werden. Also ich Aber finde, ja. das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus, hier noch einen kleinen Kontrast mit reinzubringen. Ah, ich habe extra gesagt, die nehmen die Eisensachen, die sind nicht so wertvoll wie die Diamanten und da kann man ja zwischendurch auch damit arbeiten. Ja. Die haben halt nicht die Verzauberungen drauf, das muss man auch sagen. Aber Das ist ist ja nicht so richtig. tragisch. Nö, es geht trotzdem. So, da sind wir ja durch. Genau. Genau, dann würde ich jetzt sagen, von dem Anblick hier, Winden segeln, volle Fahrt voraus. Tschüss. Tschüss.